So, da bin ich wieder, heute wieder mit einem Bitpanda Portfolio Update. Wie jede Woche schauen wir kurz in mein Bitpanda Portfolio. Wie ihr es im Titelbild schon gesehen habt, ist es diese Woche ordentlich runtergegangen schon wieder. Was ist passiert? Die ETF-Anträge wurden wieder verlängert. Die gehen jetzt wieder in die nächste Runde bis zur nächsten Deadline. Obwohl es davor so positiv ausgesehen hat mit den News rund um Galaxy und dem Urteil, hat die SEC sich doch entschieden, das Ganze weiter rauszuzögern. Das schauen wir uns dann in den Charts alles genauer an. Davor noch kurz den Wochenrückblick und die neuesten News rund um Bitpanda und dann springen wir auch schon in die Charts von Bitcoin Best und Bantos. Also starten wir ins Video. So, starten wir gleich rein. Die Gewinner der Woche mache ich euch wie immer größer. Wir haben hier zum einen das Unify-Protokoll DAO mit über 50% im Plus, Tailor mit über 50% im Plus, Canopy Growth mit über 62% im Plus und Cyber Connect mit über 174% im Plus. Wie sieht es auf meinem Portfolio aus? Ja, wir haben eigentlich kurz den Pump gehabt, nachdem das Grayscale-Urteil gekommen ist und dann ging es auch schon richtig bergab. Ja, und wie jede Woche haben wir wieder Staking Rewards geclaimed, die Best Rewards geclaimed und ein bisschen Ethereum habe ich nachgekauft. Das zeige ich euch aber in der Übersicht, damit wir da auch über 1% sind. Dann gab es noch den Spotlight Airdrop, der ist dazu gekommen, nämlich Coreum. Da haben wir ein bisschen mehr als 44 Coins bekommen als VIP Level 5, umgerechnet 3,72 €. Was ich sehr spannend finde, ist, wir sehen hier unten, es machen immer mehr Leute mit. Diesmal waren es schon 25.000 hochgerechnet an Leuten, die mitmachen bei den Spotlight Airdrops. Ich bin schon gespannt, wie sich das von Spotlight zu Spotlight zieht und ob die Zahl immer weiter steigen wird. Ist auf jeden Fall interessant zu beobachten. Ja, es werden auf jeden Fall immer mehr Coins im Spotlight-Portfolio. Kommen wir jetzt zur Übersicht. Also da hat sich nicht viel getan. Best ist noch immer fast bei den 70%, 1% drunter. Dann haben wir Polygon bei fast 7%, der Graph ein bisschen was über 6%. Pantos liegt noch immer um die 5%, obwohl die auch jetzt ein bisschen nachgegeben haben. Polkadot schwächelt auch ein bisschen dahin. Wenn da nicht die Rewards reinkommen würden, würden wir da auch stetig fallen. Also da lohnt sich das Staken auf jeden Fall. Ja, Bitcoin haben wir jetzt über 1% wieder draufgelegt auf Bitpanda. Wenn wir da aber wieder ein bisschen mehr zusammen haben, schieben wir das Ganze wieder auf die Hardware-Wallet. Letzte Woche haben wir ja ein bisschen Bitcoin dazu getan, jetzt haben wir ein bisschen Ether dazu getan. Das mit dem Grayscale-Urteil hat Coinbase auch ein bisschen gepumpt, geht jetzt auch wieder zurück, also war ein kurzweiliger Pump und Microsoft hält sich auch ganz stabil bei den 1%. Die restlichen Altcoins, die wir auf Bitpanda gestaked haben, wo wir jetzt nur kleine Mini-Positionen aufgemacht haben, die haben auch ziemlich nachgegeben. Da werde ich als nächstes noch Cosmos ein bisschen aufstocken, dass wir da zu den 1% kommen. Kleine Position in Cosmos, die wir aufgemacht haben, waren die Rewards jetzt gar nicht so schlecht, wenn wir uns das hier in der Übersicht anschauen. Kommen wir zu den Staking Rewards, da haben wir es dieses Monat ganz knapp nicht auf die 200 geschafft. Wir sind ein bisschen unter dem Durchschnitt bei 196,10 €. Wäre schön gewesen, hätten wir die 200 wenigstens noch geschafft. Gut, es ist nicht das Lowste von diesem Jahr, wie ihr sehen könnt. Im Februar waren wir niedriger, aber trotzdem, es wäre da schön gewesen, hätten wir uns da über den 200 halten können. Ja, so viel zu den Rewards. Ob der September jetzt eher so wie der Juni wird, das werden wir erst sehen in den kommenden Wochen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann drückt auf den Abo-Knopf. So, das war der Wochenrückblick. Jetzt kommen wir zu den News. Zuerst einmal, das Pantos Gewinnspiel ist vorbei. Der Sealy Speedrun. Speedrun war es ja nicht wirklich. Es hat sich schon sehr lange gezogen. Und hier sehen wir auch schon die Liste der Gewinner. Ein paar aktive Community-Mitglieder sind auch mit dabei. Ich gratuliere natürlich allen. Ihr habt euch die 15.000 Pantos wirklich hart verdient, da jede Woche so viele Tasks auf Sealy zu erfüllen und so viel auch fürs Pantos-Projekt zu machen. Also wirklich wohlverdient. Ich gratuliere euch. Dann eine News, die einige freut, weil die Frage habe ich oft bekommen, wann kann ich meine ETH endlich anstaken? Und Bitpanda hat geantwortet, ETH Unstaking ist bald verfügbar und wenn man unstaked, dauert es dann aber 2 Tage, bis man sie dann withdrawen kann, also versenden kann oder verkaufen kann. Das sollte man auf jeden Fall dabei beachten, aber es ist schon mal gut zu hören, jetzt kann man auch seine ETH aus dem Stake nehmen für die Leute, die das machen wollten. Dann gab es noch den 28. Best Burn, da haben wir lange gerätselt, wie sie auf diese Summe gekommen sind, aber es kann sein, dass sie die Preise von One Trading genommen haben, warum auch immer, und da hat der Preis zu dem Zeitpunkt gepasst, also
Das haben wir jetzt vermutet. Ich habe mir ja ein bisschen höhere Zahlen erhofft, ja, weil der Monat war ja 4 Tage länger als der Juli. Und dann hatten wir noch das Best-Gewinnspiel und den Bitcoin-Pump da jetzt am Ende. Da habe ich mir gedacht, da sind ein bisschen mehr Best zusammengekommen. Hier haben wir auch die Excel-Tabelle von Golgoin. Der hat das sehr schön aufgeschlüsselt, nämlich er hat das runtergerechnet auf Best, die pro Tag verbrannt werden. Und so kann man dann besser die Burns ranken. Also der 28. Burn ist im Gesamtranking nur auf Platz 21. Ich hätte mir ja gewünscht, dass wir wieder so in den 3 Millionen Bereich reinwandern. Wenn wir uns das hier anschauen, bis wir bei den 57 Millionen sind, würde es mit dem jetzigen 5-Monats-Schnitt noch 17 Monate dauern. Im totalen Durchschnitt sieht es ein bisschen optimistischer aus. Da wären wir bei 7 Monaten. Da hätten wir dann schon ein Viertel aller Best geburnt. Ja, also irgendwo dazwischen werden wir uns einpendeln, je nachdem, ob die Burn-Anzahl jetzt endlich mal wieder über die 3 Millionen geht und wir den Durchschnitt jetzt langsam wieder erheben. Hier unten können wir auch sehen, wie lange es noch dauert, bis wir beim letzten Best-Burn angekommen sind, wenn wir den Durchschnitt halten können. Ja, ob das jetzt realistisch ist, und das sinkt ja auch, je niedriger der Best-Bestand wird. Wir sehen ja hier, wir haben es ja hier schon gesehen, im Euro-Wert steigt dann der Burn, aber die Best, die verbrannt werden, sind ja dann weniger sozusagen. Ja? Das heißt, je höher der Best-Preis dann geht, desto weniger werden dann auch verbrannt im Schnitt und es dauert dann länger. Das muss man alles mit einrechnen. Aber sagen wir jetzt mal rein theoretisch, wir könnten den momentanen Schnitt halten, dann würde es noch ein bisschen länger als 9 Jahre dauern, bis wir dann beim letzten geburnten Best angekommen sind. Aber wenn das Volumen dann wieder hoch ist im Bullrun und wieder so viele Best verbrannt werden, dann können wir ja auch den Durchschnitt wieder hochpushen. Deswegen ist das immer variabel und kann man jetzt nicht so als fix sehen. Auf der rechten Seite könnt ihr dann auch noch die besten Burns sehen. Ich verlinke euch Golgion auch unten in der Videobeschreibung. Also wenn ihr ihm folgen wollt, dann habt ihr auch immer die Updates zu dieser Excel-Tabelle. So, und dann noch ein bisschen Hopium vom Chris vom inoffiziellen Best-Channel. Der hat nämlich die besten 3 wöchentlichen Gains vom Best rausgehoben. Und wir hoffen natürlich, dass wir solche Gains in Zukunft auch wieder sehen werden. Da war der Beste mit über 85% in einer Woche. Das war 2021. Und ja, 41% und 38% waren auch keine schlechten Wochen, obwohl er sich da mit dem Datum ein bisschen getäuscht hat. Bevor ich es vergesse, es gibt auch wieder ein neues Spotlight, nämlich DexCheck. Auf meinem Kanal findet ihr auch ein Video, wo wir uns das Ganze anschauen. Es ist ein Analytic-Tools für dezentrale Exchanges, womit man auch Wallets tracken kann und wo man auch die Performance auslesen kann von verschiedenen Wallets. Ist echt ein interessantes Tool. Wenn ihr schon Best haltet, dann müsst ihr nur noch ins Spotlight gehen, hier unten auf Folgen klicken und sobald der Countdown abläuft, bekommt ihr euren Anteil vom Giveaway-Pool. Je höher euer Best-VIP-Level ist, desto mehr Tokens bekommt ihr dann auch beim Airdrop. Sonst gab es diese Woche nur einen neuen Coin, nämlich Chia XCH, der auf Bitpanda gelistet worden ist. Ist ein bisschen ruhig im Moment um Bitpanda herum. Das bedeutet aber vielleicht auch, dass bald wieder Announcements kommen, die Ruhe vor dem Sturm sozusagen. Jetzt springen wir noch schnell in die Charts von Bitcoin, Best und Bantos. So, wir starten wie immer mit Bitcoin USDT auf dem 1-Tages-Chart. Und was können wir sehen? Es gab wieder den dicken Dump. Interessanterweise haben die Leute schon verkauft, bevor die News rauskam. Ja, ob es da ein paar Insider gab oder ob die Leute einfach schon ein schlechtes Gefühl hatten und sich schon erwartet haben, dass die Anträge verlängert werden. Vielleicht ein Mix aus beiden. Kann durchaus sein. Wenn man sich jetzt aber die Orderbücher anschaut, finde ich, sieht es ganz interessant aus, weil da ist eigentlich jetzt, außer hier ein bisschen Verkaufsdruck in dieser Region hier, ja, ist bis 30k liegt da jetzt eigentlich nicht viel in den Orderbüchern. Ja. Runter bis 24,5 liegt ganz schön viel Support, ja, im Moment. Ja. Also das heißt, bei 25.000 liegt ganz schön viel, bei 24,5 liegt auch nochmal ein Batzen. Also vielleicht geht es da jetzt nochmal runter, ja, aber wenn wir dann wieder eine Bewegung, eine positive Bewegung nach oben haben, kann es schneller wieder hier rauf gehen, als man sich das vorstellen kann. Und ich habe euch hier einen Tweet rausgegeben vom LCryptoProf. In den vergangenen Zyklen war es so, wenn wir mit dem Preis hier über dieses Niveau drüber gekommen sind, außer hier einmal, das war der Corona-Dip, da sind wir einmal drunter gedippt kurzzeitig, ja. Aber sonst haben wir dann diese unteren Preisbereiche nicht mehr gesehen. Auch hier im Corona-Dip haben wir den wirklich unteren Preisbereich nicht mehr gesehen. Wenn wir davon ausgehen, dass die 15k wirklich das unterste waren
und jetzt der neue Cycle anfängt. Was ich damit sagen will, ist einfach, wenn wir einmal da drüber sind, wird es dann schwieriger, dann braucht es richtig starke Events, die uns dann wieder hier runterdrücken, weil dann ist schon der neue Bullrun am Einleiten. Ja. Wir sehen hier immer in Rot Ende des Bärenmarkts, in Grün Anfang des Bullenmarktes. Ja. 2015 hat es das wirklich schön angezeigt. Gut, es hat jetzt nicht direkt jetzt den Dip angezeigt, das hätte es jetzt dann hier schon den roten Punkt machen müssen, aber er markiert dann hier sozusagen die tiefste Stelle und wieder den Anfang des nächsten Bullen-Cycles. Dann hatten wir hier, wie gesagt, kurz den Covid-Crash, ist hier auch schön eingezeichnet. Da sind wir noch einmal drunter gedippt, aber sonst, wir haben es nicht mehr geschafft, zu den Lows zu kommen. Ja? Und ich glaube, das wird diesmal genau dasselbe sein. Wir sehen hier Anfang des Bären-Cycles, Ende des Bären-Cycles, Anfang des neuen Bullenmarktes. Jetzt hier in 2023. Und ich weiß, einige werden sagen, oh, du bist verrückt, ich glaube nicht daran. Und ich weiß, wir sind gerade in einer Disbelief-Phase. Viele glauben nicht an den nächsten Run. Aber in der Bitcoin-Geschichte waren wir noch nie so weit vorne. Was meine ich damit? Wir sind am Anfang der Massenadaption. Und ich glaube, wenn wir in 5 Jahren zurückblicken, werden wir sagen, hey, das war der Zeitpunkt, wo die richtige Massenadaption begonnen hat. Der BlackRock Spot ETF hat das Ganze ins Rollen gebracht. Ich glaube, es wird so sein wie bei Gold. Vielleicht täusche ich mich auch. Langfristig bin ich noch immer sehr, sehr bullish auf Bitcoin. Ob wir wirklich die 100k jetzt in diesem Bullrun knacken, weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, wir werden auf jeden Fall höhere Bitcoin-Preise sehen, als was es jetzt im Durchschnitt die Miner kostet, ein Bitcoin zu produzieren. Das liegt bei 31.000 US-Dollar. Ich glaube, über dieses Preisniveau werden wir es dieses Jahr noch schaffen. Davon gehe ich zumindest stark aus. Wenn es jetzt weiter dippen würde, noch mehr Verkäufe reinkommen, obwohl ich finde, dass der Druck von oben immer schwächer aussieht, ja, glaube ich, würden wir zwischen 25.000 und 24.500 landen, wenn wir uns nicht hier sogar halten können eine Zeit lang und wieder ein bisschen seitwärts verlaufen. Also so viel zum BTC. Langfristig noch immer sehr bullish, kurzfristig kann es sein, dass wir noch hier ein bisschen runterkommen, wo der Support ganz stark ist, bevor wir noch eine Bewegung nach oben sehen. So, kommen wir zum Best. In blau gestrichelt könnt ihr den momentanen Bestpreis am Broker sehen. Hier die grüne Linie ist da, wo er jetzt momentan auf One Trading liegt. Und wir sind unter unserer Rebuy-Zone hier. In der Vergangenheit war es so, jedes Mal, wenn wir unter dieser Zone waren, war es eigentlich in kurzfristig gesehen eine gute Kaufgelegenheit. Die Frage ist, wird das jetzt dasselbe sein oder sehen wir noch Abverkäufe? Die Abverkäufe hier auf der Pro würde ich jetzt nicht so stark werten, weil wir sehen, es ist auf One Trading einfach wenig Volumen unterwegs. Ja, da sind schnell solche Kerzen zum Produzieren mit ganz wenig Volumen. Das heißt, ich würde da eher auf den Broker achten. Der liegt jetzt auch weiter unten. Das heißt, ich glaube, One Trading wird sich über längere Zeit da nach unten hin anpassen, sobald es sich auszahlt, da ein Arbitrage-Geschäft zu machen. Ja, und es wird auf jeden Fall schwierig werden, ohne Werbeoffensive, ohne Marketing, da die 40 Cent zu knacken. Im Moment ist Bitpanda mucksmäuschen still eigentlich, was nach außen hier angeht. Gut, wir in unserer Bitpanda-Bubble bekommen immer wieder ab und zu ein bisschen was mit. Aber außerhalb davon, viele Newsartikel waren jetzt nicht unterwegs zu Bitpanda in letzter Zeit. Gut, das mit den 1 Million Customer in Deutschland, dann das mit den Assets, aber das hat sich jetzt nicht wirklich breit verteilt. Jetzt müssen wir mal abwarten, wenn es noch ein bisschen tiefer geht, ob die Leute sozusagen den Dip wieder kaufen und wir wieder in die Zone hier rauf wandern. Das wäre eigentlich ein gutes Zeichen. Wenn die Leute den Dip nicht kaufen, dann sacken wir einfach halt langsam immer weiter runter. Am Montag kommen dann wieder die Rewards. Das wird dann wieder ein Punkt sein, wo man schauen kann, fallen wir tiefer oder kann sich das so gegenhalten mit den Leuten, die ihre Rewards verkaufen, mit den Leuten, die aufstocken. Also kurz zusammengefasst, ich hoffe ja auf ein Announcement, aber ich rechne eher damit, dass sich das noch bis zum Ende des Monats zieht und wir noch ein bisschen weiter runter sacken werden. Aber ist nur so mein Gefühl. Gut, kommen wir zum Bantos. So, da sehen wir auch schon den Chart. Hier in blau gestrichelt ist wieder der Preis momentan am Broker und hier in rot der Preis auf One Trading. Da liegen wir auch höher. Beim Broker haben wir auch Verkäufe gesehen. Da liegen wir jetzt bei 0,063. Und auch im letzten Bitpanda Portfolio Update haben wir darüber gesprochen, dass wir eher damit rechnen, dass wir jetzt zur Unterseite dieses Kanals wandern. Weil bis das Audit jetzt endlich fertig ist, bis wir da die News haben, glaube ich, wird sich einfach nicht viel tun. Es kommen keine neuen Blockchains etc. dazu. Das haben sie ja gesagt, bis die ganzen Sachen fertig sind, bis die Migration stattgefunden hat und das am Mainnet live ist. Wenn sie da keine Partner oder so announcen im Vorhinein schon, und das glaube ich werden sie nicht machen, wird sich da nicht viel tun, denke ich mal.
Ja, und so ungeduldiger die Leute werden, desto wahrscheinlicher ist es dann, dass sie irgendwann mal woanders reinswappen. Dann sehen wir vielleicht auch noch ein paar Leute, die von Panthos derweil in Projekte gehen, die sie staken können, derweil schon etc. Kann ich mir durchaus vorstellen. Dann kommen wir nochmal hier runter zu dieser Linie. Ob dann bei den 6 Cent die Leute dann wieder Panthos stark einkaufen, so wie wir es hier gesehen haben, kann durchaus sein, dass wir hier einen guten Support haben, kann ich mir durchaus vorstellen. Vor allem die Leute, die wirklich dann eine Node betreiben wollen und jetzt im Vorhinein günstig sozusagen Panthos 1 kaufen wollen, die werden immer hier auf der Unterseite des Kanals kaufen. Ob das genug Leute sind, damit es den Preis dann wieder hochtreibt, das werden wir sehen, wenn es soweit ist, dass wir hier unten ankommen. Kann durchaus sein, dass wir da schon nächste Woche sind. Darf auch nicht vergessen, über 150.000 Panthos wurden jetzt ausgeschüttet. Vielleicht sind nicht alle Hodler oder vielleicht verkaufen ein paar 5.000 Panthos und behalten sich die 10.000 restlichen Panthos. Ja, das weißt du ja nicht, was die mit ihren Panthos machen. Das könnte auch ein bisschen Verkaufsdruck auf dem Markt auslösen. Ist jetzt nicht viel, 150.000 Panthos, aber hier auf One Trading zum Beispiel würde es den Preis auf 0,5 runterdrücken, wenn die jetzt die 10 Gewinner jetzt alle ihre Panthos auf einmal in den Markt verkaufen würden. Also es kann sich schon auf den Markt auswirken ein bisschen, obwohl der Broker sicher mehr Volumen unterwegs hat und das ein bisschen besser auffängt und sie sicher nicht ihre ganze Panthos-Position verkaufen werden. Das muss man auch dazu sagen. So, jetzt nochmal kurz zusammengefasst für den Panthos. Ich habe im Moment das Gefühl, dass wir eher hier auf der Unterseite des Kanals verharren werden, vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer sogar hier runtersacken, je nachdem wie ungeduldig die Leute sind. So, das war es jetzt auch schon von meinem Bitpanda-Portfolio ab. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt ein nettes Kommentar, lasst ein Like da und wir sehen uns im nächsten Video.